Uns erwartet extrem viel, Freunde. Wir nähern uns langsam Kapitel 4, Season 4. Die Teaser kommen langsam raus, also in den nächsten paar Wochen. Wir haben neue Cosmetics, die über die nächsten Tage und Woche rauskommen werden. Wir haben weitere Informationen über das Live-Event, über Kapitel 5, über Lego-Kooperation. Also das ist einfach viel zu viel. Die Ereignisse in Fortnite überschlagen sich. Wir fangen erstmal mit den Cosmetics an und eigentlich wollte ich sehr detailliert über diese sprechen, aber weil die Themen einfach zu viele sind und das Video sprengen würden komplett, werde ich das einfach in der Übersicht zeigen. Also alle neuen Skins, alle neuen Bundles, alle neuen, keine Ahnung, Spindpakete, alle neuen Shop-Assets, Sprays, Emotes, Emoticons, Banner, Ladebildschirme, Lackierungen, ein Musikpaket und alles andere, was hier dabei ist, Freunde. Wir haben sogar ein Konzeptumfrageskin und das Starterpaket von Kapitel 4, Season 4, was eben dieser Umfrageskin ist. Und alles andere sieht sehr interessant aus, Freunde. Also rechnet einfach damit, dass sie bis zum Ende der Season oder sogar Anfang Season 4 und Mitte Season 4 so Stück für Stück rauskommen werden. Wann genau kann nicht gesagt werden, außer beim Starterpaket. Er sollte in den ersten 2-3 Wochen von Season 4, Chapter 4 rauskommen. So, das war's mit den Cosmetics, Freunde. Wie gesagt, könnt ihr euch, also ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr das alles nochmal detailliert anschauen wollt. Da gibt es sehr interessante Skins mit unterschiedlichen Stilen, reaktiven Funktionen. Aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf der neuen Anime-Kooperation, das kann man auch hier in den Dateien erkennen. Und Freunde, vor kurzem wurden neue Stufen aktiviert für zwei Dinge. Einmal für den Apparat und einmal für die zwei Wandgemälde in Rumble Ruins. Das sind ja Map-Änderungen bei den letzten Updates gewesen. Und diese wurden jetzt aktiviert, denn die werden im Laufe der Woche und allgemein im Laufe von Season 3 noch verschiedene Phasen durchlaufen und dabei ihr Aussehen verändern. Zum Beispiel beim Apparat wissen wir ja, dass er eine Astralkarte am Himmel produzieren wird und jetzt hat er diesen Strahl abgefeuert mit dem kinetischen Prisma. Und bei den anderen ist es so, dass die halt Stück für Stück leuchten werden. Erstmal halt diese Symbole, danach die Hieroglyphen, danach der Rand von dem Gemälde und dann sollte es fertig sein. Das soll quasi ein bisschen Hype aufbauen, ein bisschen erklären, was so auf der Insel abgeht und natürlich halt Season 4 ein bisschen spannender machen oder das Ende von Season 3. Und man wird diese Astralkarte des Apparats von der Spawn-Insel auch ebenfalls sehen können. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, ich glaube, man konnte sich das schon denken. Und deswegen wurden auch Realitätswellen-Sounds aus Kapitel 2 Season 5 wieder hinzugefügt. Was das bedeutet oder wo die benutzt werden, ist noch ziemlich unklar. Oder auch ein neuer Regenbogen für Rainbow Royale wurde hinzugefügt, der das in den nächsten paar Tagen oder so stattfinden sollte wieder, also wie jedes Jahr, Freunde. Selbst das Stempelkartensystem von damals wurde den Dateien wieder hinzugefügt und könnte jederzeit jetzt zurückkehren. Und wir haben jetzt auch eine neue Realitätserweiterung in den Dateien namens Fire Armory, womit ihr eine Drachen-Odem-Schrotflinte und ein Drachen-Odem-Scharfschützengewehr erhaltet. Weiter geht es mit neuen Teleskop-Sounds. Mit Teleskop ist der Apparat im Zentrum der Karte gemeint, also kann ich euch kurz mal einblenden. Und außerdem haben die Leaker bekannt gegeben, dass das FNCS-Set bis zum 22. August um 2 Uhr im Itemshop bleiben wird, falls euch das interessiert. Epic hat außerdem einen Hotfix unternommen, womit die Zeit, einen Schauplatz einzunehmen, je nach Spieleranzahl angepasst wurde. Zum Beispiel braucht jetzt ein Spieler, um einen Schauplatz einzunehmen, 45 Sekunden, zwei Spieler 25 Sekunden, drei Spieler 18 Sekunden und vier Spieler nur 15 Sekunden tatsächlich. Als nächstes haben wir Update-Infos zu der nächsten Season, also zu Season 4. Derzeit sind nur drei Updates für die kommende Season geplant, und zwar Version 26.10, Version 26.20 und 3.0. Bedenkt aber, dass sie mit jedem Patch noch mehr hinzufügen können, also noch mehr Updates, und dass es auch ein Version 26.11 Update gibt, das wahrscheinlich Fortnite März 2023 oder ein kleineres Mini-Event mit sich bringt, so dass ihr Bescheid wisst. Nun kommen wir zu Fortnite Kapitel 4 Event-Infos. Wir sollten ja ein Event ganz am Ende von Kapitel 4 haben, das dann Season Kapitel 5 halt mit sich bringt. Es sollte am 21. November, also laut den Leakern, um 15 Uhr angekündigt werden. Der Ingame-Countdown in der Lobby als auch auf der Insel sollte zum selben Zeitpunkt erscheinen. Das Event selbst soll am 2. Dezember um 22.10 Uhr stattfinden und die Downtime danach, das schwarze Loch mäßig, soll nur einen Tag dauern und dann schließlich halt Kapitel 5 starten. Aber jetzt kommt das Interessante, denn Version 27.00, der vermutete Kapitel 4 Season 5 Patch, wird das enorm große Lego-Update sein, das im November veröffentlicht wird. Von dem, was Wen Zhong weiß, also der Leaker, der diese Info bringt, wird es nicht wirklich eine neue Season sein, sondern ein Update, das einfach groß genug ist, um eine neue Season-Version zu werden. Weil normalerweise bekommen wir immer Season-Versionen, also 26.00, 25.00, 19.00.
Aber das ändert sich anscheinend mit diesem LEGO Crossover, das gigantisch ist, um ein Season Update zu werden, aber halt keine neue Season mit sich bringen wird. Ich hoffe, ihr versteht das so. Version 26.00 soll derzeit Season 4 sein, kommt am 25. August raus. 27.00 wird das LEGO Update sein, sollte am 6. oder 7. November rauskommen. Und Version 28.00 ist schließlich Kapitel 5. Das sollte so ungefähr um den 3. Dezember herum veröffentlicht werden. Das ist eben der Plan der großen Ereignisse für die kommenden Monate, der sich aber jederzeit ändern kann. Also behaltet das einfach im Hinterkopf. Und zum Schluss des Videos habe ich nochmal zwei kommende Contrails. Einmal Butterflies, das sind diese Bilder hier. Dann haben wir Stinky Cloud, da gibt es auch zwei Bilder. Und diese beiden Kondensstreifen sind wahrscheinlich im Kapitel 4 Season 4 Battle Pass oder einfach bevorstehende Auftragsbelohnungen, die kostenlos sind. Und ein paar Sachen, die ich noch zum Ende des Videos ergänzen möchte, die heute erschienen sind, sind zum Beispiel einmal der erste Teaser zu der nächsten Season, denn Sharshock und ein paar weitere brasilianische Content Creators haben von Epic Games Post erhalten. Einmal so eine Karte, wo etwas draufsteht, die jetzt nicht so eine große Relevanz hat, und eine Karte oder so, die eine Eklipse zeigt. Und wenn ihr Sloans neue Audiologs angehört habt, dann wisst ihr, dass die Glyphen im Dschungel eine Eklipse vorhersagen, die eigentlich unmöglich sein soll. Also deswegen gibt es auch viele Theorien, zum Beispiel, dass diese Eklipse durch die Wiege des Würfels, also durch dieses Todesstern-ähnliche Schiff, verursacht wird in der nächsten Season, oder dass das Thema allgemein in der nächsten Season Eklipse sein wird, oder der Name der nächsten Season Eklipse sein wird. Alles ist hier möglich, aber vieles deutet halt darauf hin. Ich wollte euch einfach informieren, das ist der erste offizielle und internationale Teaser zu Kapitel 4, Season 4. Und apropos nächste Season, denn zwei Leaker haben einen Skin gepostet, der möglicherweise Teil des nächsten Battle Pass ist. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und kleiner Fun Fact: mit dem Release von 25.30 wurden die Spawnraten für die Hebelschrotflinten und taktischen Pistolen um 20 oder 30% in Truhen oder auf dem Boden reduziert. Somit verabschiede ich mich, Freunde. Das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Ich würde mich über den Support mit dem Abo-Button oder mit dem Creator-Code LightSky10 freuen, der alle 14 Tage rausfliegt. Ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein.